Alle Jahre wieder steht er bei uns im Wohnzimmer. Der Weihnachtsbaum gehört an Heiligabend einfach dazu und ohne ihn gibt's bei den meisten keine Geschenke. Ob die klassische Nordmann-Tanne, eine Blaufichte oder die exotische Nobilis aus der Westküste der USA. Ganz egal, Hauptsache ein Weihnachtsbaum. Weihnachten ist in diesem Jahr das so ziemlich einzige Fest, was wir feiern können. Und da wollen wir uns die Tannen natürlich nicht nehmen lassen. Denn wie gesagt, der Weihnachtsbaum gehört zu Weihnachten einfach dazu. Die Herrin über die ganzen Weihnachtsbäume, das ist Simone Radatz in der Durauer Baumschule. Frau Radatz, wir sehen ja schon die ganzen Tannen und Fichten im Hintergrund. Ja, was haben Sie denn so in diesem Jahr hier alles in der Durauer Baumschule im Angebot? Ja, von unseren Weihnachtsbäumen her haben wir ein paar Zukunftsbäume, die wir aus dem Sauerland holen. Das ist die Nordmann-Tanne, die Nobilis-Tanne, die Fraser-Tanne, die wir zukaufen. Und ansonsten in unseren eigenen Fächen haben wir die Schwarzkiefer, die Stechfichte, die man ja auch unter dem Namen Blautanne kennt, und die serbische Fichte hauptsächlich und einige Colorado-Tannen. Das sind eigentlich so das Sortiment, was wir den Kunden anbieten können. Ja, man sagt ja, wer als erstes kommt, der malt auch zuerst. Was macht denn Sinn? Jetzt lieber schon den Weihnachtsbaum holen? Allerdings bleibt er dann vielleicht bis Heiligabend nicht wirklich frisch. Oder ja, man macht sozusagen nochmal vor Heiligabend ein Schnäppchen. Was empfiehlt sich denn dort? Also es kommt auf die Sorten drauf an, die man nimmt, denn die Zukaufware, also wenn einer eine Nordmann-Tanne haben möchte oder eine Nobilis-Tanne, die sind geliefert, die sind da und die sind auch im Sauerland alle geschlagen, weil die haben im Sauerland ganz, ganz große Angst vor Schnee. Wenn nämlich da viel Schnee fällt, kommen die gar nicht mehr in die Fläche und können gar nicht mehr ernten, also ist der Einschlag durch. Und wenn man jetzt kauft, kann man eine frische Scheibe unten absägen lassen, kann ordentlich ins Wasser stellen, draußen in frischer Luft, wo also auch Morgentau und sowas dabei sind, und da bleibt der Baum bis zum Fest frisch. Man sollte darauf achten, dass er nicht irgendwo eine trockene Garage oder sowas gestellt wird, denn da ist die Gefahr, auch wenn unten Wasser drin ist, dass er also schneller trocken wird. Draußen unter freiem Himmel ist am besten, oder auf dem Balkon, wo Regen und Tau alles rankommt. So sollte man ihn aufbewahren. Ein kühler und windgeschützter Ort ist also vom Vorteil. Der geschmückte Baum sollte dann nicht direkt neben der Heizung stehen. Damit er länger frisch bleibt, einfach Wasser in den Ständer gießen. Doch vorher muss natürlich erst einmal der Weihnachtsbaum gefunden werden. Die große Vielfalt gibt es 7 Tage die Woche in der Durauer Baumschule. Kurzentschlossene können ihren Baum noch an Heiligabend zwischen 10 und 12 Uhr abholen. Veranstaltungen fallen aktuell ja aus. Warum denn dann nicht einfach selbst ein Event schaffen? Unter freiem Himmel und mit der Familie ist das auch machbar. Zum Beispiel Baum selber schlagen ist doch die perfekte Idee. In der Durauer Baumschule ist das möglich. Frau Radatz, bei Ihnen alle Jahre wieder sozusagen. Wie funktioniert denn in diesem Jahr das Baumschlagen? Ja, also wir haben es jetzt zu einer Tradition werden gelassen. Dieses Selberschlagen, dieses Familienevent, das kann in diesem Jahr natürlich nicht so als Event stattfinden mit Versorgung und mit Lagerfeuer und Glühwein. Da halten wir uns an die Pandemiebestimmungen. Es ist jeder, der bei uns zum Selberschlagen kommt, aufgefordert, selbstständig diese Bedingungen, Abstand einhalten, wenn wir dicht zueinander kommen, die Maske tragen. Ich denke, darüber braucht auch keiner mehr reden. Das ist eine Selbstverständlichkeit mittlerweile geworden. Und ansonsten, wenn wir draußen im Freien sind und viele kommen in Familie, kann man das auf jeden Fall durchführen, und deshalb bieten wir es auch wieder an. Wir bieten es an am 12. und 13. Dezember ab 9 Uhr bis zum Dunkelwerden und das gleiche nochmal am 18. und 19. Wir haben also 4 Termine vorgeschlagen, sodass es auch ein bisschen mengenmäßig auseinandergezogen wird und dass vielleicht jeder eine Möglichkeit hat, sein Bäumchen hier in der Durauer Baumschule selber zu schlagen. Ja, wie verhält es sich denn mit den Handschuhen und mit den Sägen? Wurde ab und an ja immer mal wieder gestellt, oder muss man halt dieses Equipment in diesem Jahr erst recht mitbringen? Also das ist natürlich wichtig, nochmal, dass wir darauf hinweisen. Also die Handschuhe sollten selbst mitgebracht werden. Wir haben welche hier, die dann käuflich erworben werden können. Aber diese Ausleihe, was wir sonst immer hatten, hinlegen und der Nächste nimmt, das geht natürlich unter Pandemiebedingungen nicht mehr. Und auch mit der Säge ist es genau das Gleiche. Wir haben ein paar Sägen da, die werden wir auch zwischendurch desinfizieren, die Griffe. Aber selbst ist der Mann, und wenn man sein eigenes mit hat, ist man immer auf der sicheren Seite, dass man sein Werkzeug erstmal kennt, damit am besten umgehen kann und dass man natürlich dann auch nicht mit irgendwelchen Viren konfrontiert wird. Super, ja, selbst ist der Mann ist ein schönes Stichwort, und deswegen suche ich mir jetzt auch einfach mal den Baum aus und werde ihn jetzt selber schlagen. Bevor es losgeht, brauche ich erst einmal Handschuhe und natürlich die Säge. Und dann kann die Suche losgehen. Der vielleicht? Nee, den kann ich ja kaum schmücken. Wie sieht's denn mit diesem Exemplar aus? Schon besser, aber so richtig überzeugt bin ich auch noch nicht.
Also ich habe definitiv meinen Baum gefunden. Der soll es sein. Und dann würde ich mal sagen, ran ans Werk. Beim Sägen bitte vorsichtig sein. Schließlich soll nur der Baum geschlagen werden und nicht gleich der ganze Arm. Etwas Kraft ist aber gefragt. Und dann ist es soweit. Baum fällt. Ja.